Larvitar ist ein Pokémon mit den Typen Gestein und Boden, existiert seit der zweiten Spielgeneration und entwickelt sich zu Pupitar, welches sich wiederum zu Despotar weiterentwickelt. Larvitar ist ein kleines zweibeiniges Pokémon, das olivgrün, schwarz, weiß und rot auftritt. Auf dem Bauch befindet sich ein eckiges Muster roter Farbe, das von zwei dünnen schwarzen Streifen gedrittelt wird. Ferner sind an den vorderen Seiten des Oberkörpers sowie hinter den Armen kleine rechteckige und schwarze Bereiche zu erkennen. Bis auf zwei kleine schwarze Spitzen an den Augen ist der übrige Körper olivgrün gefärbt. Auf dem Kopf wächst ein langes Horn senkrecht in die Höhe und die großen Augen im Gesicht bestehen aus weißer Lederhaut, roten Iriden und schwarzen Pupillen. Der kleine Mund vervollständigt das Gesicht und seitlich sind die beiden kurzen Arme zu erkennen. Das Pokémon steht dann noch auf kurzen, aber kräftigen Beinen und es verfügt über einen kurzen, kegelförmigen Schwanz, dessen äußerer Teil sich mehrmals spaltet. In seiner Shiny-Form ist Larvitar dann kräftig grün gefärbt und der rote Bereich auf dem Bauch ist nun rosa. Larvitar ist keinesfalls zu unterschätzen. Dieses kleine Pokémon weiß sich deutlich zu verteidigen. Es ist in der Lage, ganze Sandstürme zu erschaffen. Durch seinen Silberblick, einen Kreideschrei oder durch bloßes Zermürben kann Larvitar die Verwundbarkeit des Gegners perfekt schwächen, um dann mit voller Kraft zuzubeißen. Ebenfalls ist es in der Lage, ganze Steinhagel regnen zu lassen oder Erdbeben zu verursachen. Zudem kann es Steinkanten aus der Erde donnern lassen und mit kräftigen Schlägen rumfuchteln. Es besitzt eine starke Finsteraura und kann auch gegnerische Attacken perfekt gegenstoßen. Indem es Grimassen sieht, kann es die Gegner mit ihrem Tempo etwas ausbremsen und dann mit einem gewaltigen Hyperstrahl angreifen. Sollte Larvitar einige Probleme bekommen, nutzt es sein Adrenalin, um sich somit enorm stärker zu machen. Es besitzt zudem einen Sandschleier, welcher ihm während eines Sandsturmes viel geschickter beim Ausweichen macht. Larvitar sind seltene Pokémon, welche vor allem Wüsten, Gebirge oder Höhlen bewohnen. Sie werden tief unter der Erde geboren und müssen sich mit eigener Kraft aus der Erde rausfressen, bevor es zu seinen Eltern an der Erdoberfläche auftauchen kann. Larvitar ernähren sich von Erde, welche viel Nährstoffe besitzen. Es heißt sogar, dass sie ganze Berge verspeisen sollen. Nachdem sie dies getan haben, schlafen sie meist ein, während es parallel anfängt zu wachsen, wobei es sich sogar verpuppt. Dadurch, dass es in der Umwelt geschlüpft ist, verabscheut es helles Licht. Dabei ist Larvitar die Basisform einer dreistufigen Entwicklungsreihe samt Mega-Entwicklung. Es entwickelt sich zu Pupitar, welches sich wiederum zu Despotar entwickelt, welches in der Lage zu einer Mega-Entwicklung ist. Während der Entwicklung fängt Larvitar an, sich zu verpuppen. Es wird grau und nur noch die Augen scheinen aus dem Körper. Es bekommt einige Hörner ans Gesicht und verliert sämtliche Gliedmaßen. Es bleiben lediglich einige Stummel zurück. Nachdem die Verpuppung vollendet ist, bekommt es wieder seinen ursprünglichen Körperbau sowie seine ursprüngliche Farbgebung. Es ist um einiges größer geworden und bekommt nun den Unlichttypen hinzu. Es bekommt einen längeren, ausgeprägteren Schweif und eine blaue Färbung auf dem Bauch. Seine Arme und Beine passen sich den restlichen Körper an und sind somit auch ausgeprägter. Während der Mega-Entwicklung bekommt es einige weitere Zacken und Hörner hinzu und weist eine rote Farbe auf dem Bauch auf. Zusätzlich bekommt es dann einige ausgebildete Gliedmaßen. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Larvitar zu Pupitar auf Level 30 ausgelöst, die von Pupitar zu Despotar auf Level 55 und die Mega-Entwicklung durch das Tragen des Despotanids. Mit seiner Typenkombination ist Larvitar immun gegen Elektroattacken, nimmt Viertelschaden gegen Giftattacken, halben Schaden gegen Normal-, Feuer-, Flug- und Gesteinattacken, doppelten Schaden gegen Eis-, Kampf-, Boden- und Stahlattacken, vierfachen Schaden gegen Pflanzen- und Wasserattacken und der Rest macht normalen Schaden.